Hallihallo und willkommen zurück zu Mount & Blade. Wir sind bereits im sechsten Tage unterwegs. Ich habe mal das Internet durchforstet, weil ich mal schauen wollte, wie das jetzt eigentlich läuft mit den Gewerben hier. Und dabei habe ich festgestellt, dass es hier anscheinend keine Gewerbe gibt. Aber dafür habe ich was anderes Schönes entdeckt. Es gibt in diesem Spiel nämlich zwei Truhen. Eine Truhe befindet sich in Fear, die andere in... Oh Mann, das müsste hier irgendwo sein. Da. Die andere in Rivershack. In diesen Truhen befinden sich besondere Rüstungen und Waffen. Also je ein Rüstungsteil und eine Waffe, so habe ich das verstanden. Ich denke, wir werden uns die Truhen mal noch nicht holen, denn ich könnte mir vorstellen, dass die Rüstung und die Waffe, die sich in diesen Truhen befinden, nicht besonders schlecht sind. Und ich habe so schon einen ziemlich guten Start hier hingelegt. Da müssen wir uns jetzt nicht noch eine OP-Rüstung holen oder so. Deshalb spielen wir zunächst erstmal weiter wie gehabt. Ich wollte euch nur schon mal Bescheid geben, dass es hier während des Let's Plays dann auch ein... Kann man es Easter Egg nennen? Ich nenne es mal Easter Egg, dass wir sowas finden. Aber was wir jetzt vor allem suchen, sind natürlich Seeräuber. Wir wollen kämpfen. Befördern kann ich keinen, das ist schade. Ich habe mir auch überlegt, wir wollten ja zu den Kergiten hier, zum Kanat-Kergit. Aber ich habe ja nie gesagt, dass wir das sofort machen sollen. Denn mit den Vegieren habe ich auch persönlich noch nie gespielt. Vielleicht könnte man da ja sich zunächst erstmal anschließen, ein bisschen akklimatisieren. Ich weiß ja nicht, was ihr davon haltet, aber ich finde das gut. Aldelen, wie geht es dir? Ich hätte gern ein paar Freiwillige für meinen Trip. Und oh, hier geht's nicht weiter. Das ist ja herzallerliebst, warum geht's hier nicht weiter? Ich glaube, Banditenlager gibt's hier auch nicht. Die Banditen tauchen, glaube ich, einfach so auf. Deshalb werden wir nicht so viele finden, wie ich gerne hätte. Was mich wieder dazu bringt, dass ich mich ganz gerne zunächst erstmal den Vegieren anschließen würde. Um einfach mal da in das Reich reinzuschnuppern. Also würde ich sagen, reiten wir einfach mal los und erledigen für die ein paar Aufgaben. Ist ja altbewährt, für die Fürsten zu arbeiten, das bringt immer irgendwas. Wir könnten allerdings auch mal beim Übungsplatz vorbeischauen. Seeräuber, komm sofort her. Ich krieg dich ja... Seeräuber mitgefangen, dich hole ich mir nachher, du. Jetzt bleib doch mal stehen, ey. 5, 6, 5... Oh. Ja, Tag. 30 gegen 12, könnten wir machen. Jetzt kommt hier wieder der Horsreiter Peter. Ich habe ein Pferd geritten. Und ich meinte das nicht zweideutig. Wo sind sie denn, meine kleinen Schlingel? Ich finde meine Schlingel nicht. Ah, Schlingel! Zack, wer was nach mir wirft, der stirbt. Hört auf, mir die Kills zu klauen. Ich will auch welche. Ich brauche doch eher Erfahrung. Na, komm her. Komm zu Papa. Aber die Seeräuber hier scheinen schon wesentlich stärker zu sein. Was das? Du bist da auch noch. Ach nee, du bist mein Typ, den ich ausgerüstet hatte. Mein, wie heißt der? Ich vergesse das immer. Artimene. Artimene. Rrr. Gefangene können wir keine nehmen. Schade, schade. Ach, mein Inventar ist voll. Ach, ein Level-Up hab ich auch. Ach, ist das hier. Das geht ja alles wieder Schlag auf Schlag hier. Jetzt passt mal auf, was wir jetzt machen hier. Was machst du denn mal noch? Waffenmeister klingt ja ganz vernünftig, ne? Brittenes Bogenschießen. Bogenschießen reduziert Schadens- und Genauigkeitsabzüge für Bogenschießen und Stürze vom Pferd. Das klingt gut.
Natürlich gehen wir wieder auf die Zweihandwaffe, weil ich irgendwann eine haben will. Einhand levelt sich ja hier von ganz alleine. Less talking, more raiding. So, 28 gegen 19. Ich hätte ganz gern, dass ihr hier zunächst mal wartet. Damit ich schon mal vorausreiten kann und die ein bisschen vorbereiten kann auf ihr Ende. Jetzt ist mein Inventar natürlich immer noch voll, aber ich hätte die auch befördern können, ne? Ich bin blöd! Zack! Zischwung! Katschink! Kalomp! Frikadelle! Neandertaler! Du wirst doch wohl dich nach mir werfen wollen, du Günther! Getroffen! Also ein Bogen, der mehr Schaden macht, wäre auch nicht verkehrt. Weil ich mache hier nicht besonders viel Schaden. Okay. Und zum Angriff, Männer! Ich werde euch sowas von totzählen wollen, schon. Ach, da ist der Lümmel mit den ganzen Pfeilen. Kommt schon, ich habe zwar nur eine Billigwaffe dabei, aber euch schaffe ich trotzdem. Au. Au, jetzt ist aber mal gut hier. Ich habe zwar ganz schön viel Lebensenergie, aber trotzdem. Ihr müsst mich doch nicht hauen. Das ist doch gemein. Verschwinde, du Sack. Verreck. Verreck, du hast recht. Hey, der ist wirklich verreckt. Ich bin gut. Na kommt ihr Papa. Ey, jetzt passt mal auf mein Pferd schießt hier garantiert keiner, ja? So, der nächste bitte. Wo bleiben eigentlich meine Leute? Die müssten noch langsam mal auftauchen. Ah. Oh, das tut mir jetzt leid, das hab ich nie gewollt. Ah, man will mich tot sehen. Boah, die wollen mich unbedingt tot sehen. So, den anderen, den habt ihr auch gleich, hoffe ich. Gute Arbeit, Männer. Gute Arbeit. So, was haben wir denn jetzt hier? Ach, sieh mal eine an. Die hatten Gefangene. Die nehmen wir natürlich. Ach, ich bin voll. Haha. 39,6. Das klingt doch ganz gut. Aber ansonsten, was habt ihr hier so für Bögen? 19. Na, da könnt ihr mich mal mit. Oh, schon wieder ein Level-Up. Das geht aber schnell hier mit den Leveln. Zack. Ja, was nehme ich denn nun noch? Ausbilder klingt natürlich ganz vernünftig. Immer schön was auf die Zweihandwaffen packen. Dann müssen wir uns unbedingt kloppen. Ich würde gerne erstmal nach 4 reiten. Um da das Zeug zu verkaufen. Ich hole dich dann später ab, Bandit. Keine Angst. So, jetzt gehen wir zum Marktplatz, zum Waffenhändler. Der hat 1100 da, das klingt ganz gut. Dann kriegen wir auf jeden Fall unseren Schmodder hier los. Weg damit. Hast du auch ein ordentliches Einhandschwert? Der hat eine schöne Zweihandwaffe, die ich mir aber eh nicht leisten kann.
Na, dann bleibe ich erstmal, wie ich bin. Meine Waffe ist auch gar nicht so schlecht. Nahrung habe ich noch genug. Da investiere ich lieber in meinen Trupp. Zack. Das sind Nordleute, die wollte ich zu Jägern machen. Die swadische Miliz, die mache ich zu Fußsoldaten. Und schon ist mein Trupp etwas stärker. Und jetzt wollen wir doch mal gucken, wo die Banditen hier hin sind, ne? Da kommen sie ja. Na komm zu Papa. Komm zu Papa, ey. Komm her jetzt. Ich krieg dich sowieso. Dann werde ich dich doll verhauen. 3-2-3-3, den kriegen wir früher oder später. Jetzt komm halt her, Mensch. Ich hab doch keine Lust, hier den ganzen Tag hinterher zu rennen. Aber jetzt haben wir ihn gleich. Die werden müde. Euer Schädel wird meinen Göttenhappen abgeben. Ich habe keine Angst vor euch. Ich werde kämpfen. So, ihr bleibt mal hier jenseits des schwarzen Wassers. Uiuiui, das ist kein Wasser, das ist eine Ölader. So, Freunde der Nacht, ihr wollt euch mit mir prügeln, habe ich gehört. Ey, da ist dauernd eine Schulter im Bild. Zack. Ihr da, wo wollt ihr denn hin? Boah. So, Männer, es geht weiter. Verdammte Infanteristen hier. Oh, das ist aber nicht fein, dass ihr mich jetzt so hart rannehmt. Das ist nicht schön. Macht sie fertig. So, haben wir doch ganz fein gemacht. Oh mein Gott, jemand hat das Wasser erschossen. Ein Toter auf meiner Seite, das ist doch ganz nett. Die Nordjäger nehme ich mir mit. Den kann ich diesmal auch mitnehmen. Na, ich kenne da jemanden, der sich drüber freuen wird. Für diesen Zweck gehen wir mal hier hin. Ja, jetzt kriegen wir auch Reiter, das ist schön. Aber ich muss sagen, irgendwie gefallen mir die Rüstungen hier in dem normalen Mountain Blade etwas besser. Zumindest die abgeändert sind. Die gefallen mir hier irgendwie besser als die von Warband, muss ich sagen. Zumindest die neuen Rüstungen, die ich bis jetzt bewusst gesehen habe. Zeigst mir mal bitte deine Ausrüstung hier. 23,6, da kannst du nämlich das hier haben. Dein Helm ist okay. Ja, dann behältst du das auch mal. Die Axt hast du ja auch schon. Brauchst du Schuhe? Brauch ich welche? Nö, ne? Okay. Ich danke dir für deine Kooperation. Aufdrück nach 4, wo wir jetzt verkaufen können. Unser ganzes schönes Beutewerk.
Da ist auch schon wieder so ein Seeräubertrupp gewesen, müssen wir uns merken. Marktplatz, Warenhändler, hier, kannst du alles haben. Braucht kein Mensch den Mist. So, wieder 500 mehr bekommen und ich verabschiede mich hier erst einmal wieder von euch. Wir sehen uns dann zu gewohnter Zeit wieder zu Mounted Blade. Macht's gut, euer Lord Peter.